Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen heute zu den neuen Foto-News und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß damit. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Endlich mal wieder die Foto-News. Lange musstet ihr auf eine neue Folge warten. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Wie immer gibt es ganz, ganz viele neue Themen aus der Foto- und Filmszene, sage ich mal. Und die stelle ich euch heute vor. Falls ihr die Foto-News noch nicht kennt, ihr findet immer alle Links quasi auch zu den News in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wie immer gibt es auch was zu gewinnen. Was genau das sein wird, das erfährst du am Ende des Videos. Wir starten mal direkt. Warum so lange Pause? Ganz einfach, ich habe einfach derzeit sehr, sehr viele Projekte, die am Laufen sind. Und ich habe mir halt überlegt, dass die Foto-News sehr wahrscheinlich nicht jetzt regelmäßig kommen werden, sondern eher dann, wenn ich der Meinung bin, dass sich jetzt gerade relativ viel am Markt tut und aufgrund dessen auch, sage ich mal, relevante News verfügbar sein würden. Ich muss mal gucken, wie ich mich da so eintakte. Es kann sein, dass mal zwischendurch wieder Regelmäßigkeiten drin sind. Vielleicht aber auch nicht. Das würde ich einfach davon abhängig machen wollen, wie denn quasi auch, sage ich mal, sich so der Markt entwickelt. Und ja, in letzter Zeit habe ich einfach auch viele Dinge gemacht, die eben, sage ich mal, abseits der Fotografie, sage ich mal, waren und ich einfach auch gar keine Zeit hatte, neue News aufzunehmen. Ich habe viele Projekte halt auch quasi gemacht. Holland war dabei und noch ein anderes Projekt. Dazu kann ich aber noch nicht so viel sagen. Das erfahrt ihr erst in ein paar Wochen. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Erstmal ganz toll, dass du dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Mike und auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Film. Und ja, dazu gehören eben auch diese kleinen klassischen Fotonews, die es schon ein paar Jahre hier auf meinem Kanal auch entsprechend gibt. Hauptsächlich aber dreht es sich bei mir immer um das Thema Landschaftsfotografie. Ich bin oftmals unterwegs, draußen unterwegs und zeige dir einfach meinen Workflow an der Kamera und zeige dir ganz, ganz viel auch zum Thema Komposition. Wir steigen mal ein, heute mit Pentax WG8 und WG1000. Es gibt ein neues wasserdichtes Modell für, sage ich mal, Fotografen, die doch eher im Feld unterwegs sind, also die etwas Kleines, Kompaktes vielleicht brauchen für unterwegs. Das ist also, sage ich mal, ja, eine Einsteigerkamera, die eher so für den robusteren Gebrauch gemacht ist, sage ich mal, mit 20 Megapixeln. Man kann sie quasi ja, überall mit hinnehmen, man kann sie logischerweise auch mit ins Feld nehmen und sie ist 20 Meter wasserdicht oder für 20 Meter Tiefe wasserdicht und sie soll auch Stöße aus ungefähr 2 Metern Höhe abdecken können. Staubdicht soll sie sein, sie ist kältebeständig bis minus 10 Grad und kann einer Krafteinwirkung von bis zu 100 Kilogramm aushalten. Das ist zumindest, sage ich mal, das Werbeversprechen. Ist eine ganz kleine, kompakte Kamera. Und ja, die WG1000 hat 16 Megapixel. Ich finde, die sehen auch ziemlich cool aus, die Kameras. Also wenn man vielleicht ein bisschen Geld übrig hat und eher was Cooleres, ein bisschen was Rougheres braucht, sage ich mal, dann wäre das vielleicht eine Kamera für dich. Wie immer packe ich dir dazu die ja, Sachen in die Videobeschreibung rein. Und zwar gibt es die Kameras ab Juli entsprechend für 250 bzw. für 480 Euro in verschiedenen Farben, beispielsweise in Schwarz oder Grün. Und ja, unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 479,99. Und ab Mitte Juli gibt es die Kamera auch in Oliv und Grau zu einem Preis von 249,99. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was gibt es da für Unterschiede zur WG8 und WG1000? Da gibt es quasi keine Unterschiede bei der Sensorgröße. Dafür bei der Auflösung, habe ich gerade schon gesagt, 20 Megapixel versus 16 Megapixel. Und bei den Objektiven von 28 bis 140 mm ja, Zoom. Bei 3,5 bis 5,5 Blende gegen 27 bis 108 mm 3,0 bis 6,6. Also da muss man sich wieder so ein bisschen die Frage stellen, ob man da jetzt auf Lichtstärke steht oder eben nicht. Entsprechend ist es natürlich teurer oder günstiger. Und die Kameras bringen eine 4K-Auflösung mit 30 Frames mit, Full HD bei 30 FPS und ja, Wassertiefe habe ich schon gesagt, 20 bzw. 15 Meter. Also ich finde, ist ein nettes Gimmick, sage ich mal, nette Spielerei. Müsste man sich mal vielleicht mal genauer angucken, ob das nicht vielleicht irgendwas ist, wenn man doch mal ein bisschen mehr und kräftiger, stärker wandern geht. Dann kommen wir mal, glaube ich, zu dem Hauptthema, was gerade so ein bisschen durch die Presse auch durchgeht. Kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile. Tamron hat das neue 50 bis 300 mm rausgebracht. Telezoom, mittleres Telezoom mit Blende 4,5 bis 6,3. Ich bin ja Besitzer des 50 bis 400 mm, ist nochmal einen Ticken größer.
Auch ein bisschen schwerer auf jeden Fall, aber das Objektiv ist wirklich ein richtig geiles Objektiv. Ich liebe das und ich liebe auch die Brennweite bis 400 mm, weil ich super flexibel damit bin. Ich habe jetzt auch schon bei Tamron angefragt, ob ich mir das mal ausborgen kann, mal zum Testen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das kommt jetzt in den nächsten Wochen auch mal. Da würde ich dazu mal ein ausführliches Review dazu machen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten gibt es, glaube ich, schon die ersten Reviews online. Also wenn ihr auch Tamron-Fan seid und vielleicht was im mittleren Telebereich sucht, dann solltet ihr vielleicht mal das 50 bis 300 im Auge behalten. Lichtstärke, kann ich schon so viel sagen, ist bei Tamron immer aufgrund der Abmessung und des Preises immer natürlich ein bisschen geringer. Wobei man sich auch immer die Frage stellen muss, muss man so ein langes Telezoom haben, was unbedingt diese krasse Lichtstärke mitbringen muss. Und wenn man es eben nicht braucht, wenn man damit quasi zufrieden sein kann mit einer geringeren Lichtstärke, dann ist, bin ich der Meinung, dann kommt man auch sehr, sehr gut mit diesen mittleren bis langen Brennweiten sehr, sehr gut zurecht. Vielleicht vorab, der maximale Abbildungsmaßstab hat hier eine 1:2er Abbildung. Das hat auch Makrofähigkeiten, habe ich jetzt hier gelesen. Also im Grunde auch wie das 50 bis 400, das habe ich damals ja mal vorgestellt. Dazu packe ich euch mal hier oben in die Infobox mal ein Video rein zu den 50er bis 400er. Das ist eines meiner meistgeklicktesten Videos zum Thema Objektive. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr gerade vielleicht so in den, ja, in den Brennweitenbereich vielleicht unterwegs seid. Ansonsten hat das Objektiv einen Abbildungsmaßstab von 1:3. Und eine Naheinstellgrenze von 90 cm, was denke ich vollkommen okay ist. Es liegt hier bei dem 50 bis 400er ähnlich, würde ich jetzt behaupten. Und 19 Elemente in 14 Gruppen, darunter 2 XLD und 2 LD Linsenelemente. Und ja, damit wollen die quasi eine optische, gute Leistung, sehr gute Leistung mit erzielen. Und ich denke, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das auch bei dem 50 bis 300er der Fall sein wird. Also, ich habe es noch nicht getestet, wie gesagt, aber ich glaube einfach, aufgrund der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe mit Tamron, wird das auch ein sehr gutes Objektiv sein. Und das Ganze gibt es ab Ende Juni, gibt es 50 bis 300er mit dem, also das VXD-Modell A069 für spiegellose Vollformatkameras und mit E-Mount. Und der Preis liegt hier bei 919 Euro. Muss man mal schauen, ja, wird sich wahrscheinlich ein bisschen nach unten dividieren, wie immer. Aber ich glaube, das ist für die Preis-Leistungsspanne, glaube ich, ganz gut. Ich kann schon so viel sagen, dass 50 bis 400er, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Brennweite braucht, liegt ungefähr preislich gleich. Ist ein bisschen teurer, bin ich jetzt der Meinung. Ich habe das, glaube ich, damals Gebrauch gekauft für 1000 Euro, bin ich jetzt der Meinung. Ist immer so die Frage, ja, was möchte man quasi? Mehr Brennweite, weniger Gewicht, weniger Brennweite, leichteres Gewicht etc. Also das ist natürlich sehr individuell, aber da könnt ihr, wie gesagt, gerne mal in das Video reinschauen. Und wenn ich das bekomme, das Objektiv, dann melde ich mich bei euch, dann bekommt ihr natürlich auch dazu mal ein entsprechendes Video. Dann kommen wir mal zu Canon, dem RF 35mm 1.4 ist mittlerweile vorgestellt worden. Ist ein Objektiv aus einer Serie von hybriden Festbrennweiten. Also wenn du Festbrennweiten liebst und ein lichtstarkes Objektiv brauchst und bist Canon-User, dann wäre das vielleicht was für dich. 35mm perfekt für Porträtfotografie. Ich gehe jetzt mal eher so davon aus, eher so für Hochzeiten, People-Fotografen. Für die wäre das wahrscheinlich was. Und ja, Preise etc. findet ihr jetzt mittlerweile genügend, glaube ich, im Netz. Dazu muss ich nicht mehr so viel sagen. Aber ja, ich glaube, das Objektiv hat sich mittlerweile ganz gut, würde ich jetzt mal sagen, durchgesetzt. Ich schaue hier nochmal ganz kurz. Muss ich mal kurz schauen. Da haben wir jetzt hier bei Canon 14 Elemente in 11 Gruppen und da gibt es unter 4 Speziallinsen, 2 asphärische Linsen und 2 UD-Elemente. Und ja, die Blende kann bis F16 geschlossen werden und es sind 11 Blendenlamellen stehen zur Verfügung. Also ich denke, man kann damit auch sehr gute Blendensterne quasi machen. Gewicht beläuft sich hier auf 555 Gramm ganz genau. Und minimiertes Focus Breathing ist auch, sage ich mal, involviert, haben sie also angepasst. Und ja, durch einen konfigurierbaren Steuerring kann man weitere, sage ich mal, Dinge auf das Objektiv auch entsprechend legen. Also, wenn das was für euch ist, schaut da gerne mal rein. Ich habe es hier gerade nochmal aufgeschrieben. Preislich liegen wir bei 1899 Euro, also echt heftig teuer, wie ich finde, gerade für so eine, ja, Brennweite. Es gibt auch eine Cinema EOS C400 zum Preis von 8599, also eine Kamera. Und dann gibt es noch ganz neu von Canon ein ER10, ein Speedlight, also genau, den gibt es für 299 Euro. Dazu packe ich euch aber separat nochmal ein paar Links in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Dann kommen wir mal zur Nikon Z6 III.
Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Reviews, sehr, sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Wenn ihr da mal Interesse habt, schaut gerne mal bei meinem Fotokumpel Olli vorbei, Oliver Hummel und Markus Faas. Die machen nämlich ganz, ganz tolle Livestreams zum Thema Nikon. Also ich denke, da seid ihr mal up to date. Ich bin leider kein Nikon-User, deswegen würde ich mich da jetzt nicht als Profi bezeichnen. Ich denke aber, dass ihr da auf jeden Fall bei den beiden immer ganz gut wegkommt und gute Informationen bekommt auf jeden Fall, weil die beiden sich dann natürlich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und auch einfach ein sehr gutes Wissen darüber haben. Also deswegen kann ich das sehr empfehlen. Schaut da gerne mal rein. Ich packe dazu auch mal den Link in die Videobeschreibung unten rein. Der Preis soll jetzt mittlerweile bei 3.000 Euro liegen. Und zwar soll die Kamera zwischen dem 10. und 12. Juni quasi präsentiert werden. Ist eine Vollformatkamera und ja, mal gucken, was Nikon noch Neueres bringt. Wie gesagt, ich denke, das wird sich dann auch im Netz widerspiegeln. Also wartet mal die Tage jetzt ab, dann wird es sicherlich immens viele Präsentationen dazu geben. Und ja, also laut Presse soll die Kamera ihr Geld wert sein, hat 7 bis 8 Blendenstufen, hat 297 Autofokus-Messfelder und ja, Autofokus soll fast 100% des Bildes abdecken, was natürlich ziemlich gut ist. Und Wiedergabebutton bei der Z6 jetzt rechts und nicht mehr links oben. Und 37 bis 120 Minuten, je nach, also was du oder wie du aufnimmst, Aufnahmezeiten. Gewicht 700 bis 750 Gramm. Und ab Juli soll sie dann quasi auch zu kaufen sein. Ja, also gibt ein Kit-Objektiv dazu, ist hier geplant. Verschiedene andere Objektive etc. etc. Also da würde ich sagen, warten wir ab, wenn die Kamera nachher wirklich draußen ist. Dann kommen wir mal zu Samyang. Samyang präsentiert auch ein neues Objektiv und zwar das 35 bis 150 mm f2 bis 2.8 für L-Mount. Das ist ein erstes Samyang-Objektiv für L-Mount. Ja, ist anscheinend in der Presse ziemlich gehypt worden, weil es auch eine ja, relativ große Präsentation ist eines so neuen Objektives tatsächlich. Und ja, ich muss mal kurz schauen, was sie hier noch geschrieben haben. Der Preis beläuft sich derzeit auf 1.449 Euro, also ein bisschen höher als im letzten Jahr bei der anderen E-Mount-Variante. Da lagen wir bei 1.350 Euro, also 100 Euro günstiger. Mehr habe ich jetzt noch nicht erfahren können, aber ich glaube, Samyang hat immer noch seinen, wie soll ich sagen, seinen guten Ruf. Ich glaube, Samyang macht sehr, sehr gute Objektive, aber ich glaube, vom Gefühl her, ist nur ein Gefühl her, also es ist sich auf Daten beruht, verstecken die sich so ein bisschen, finde ich, am Markt. Also ich finde, Samyang nimmt man, für mich persönlich nimmt man die nicht so sehr wahr. Ich glaube, Tamron und ja, so, die haben sich irgendwie stärker durchgesetzt, ist mein Gefühl, was ich so habe. Also wenn ich irgendwas lese, News lese, dann taucht dann doch Samyang eher weniger auf in meinen Augen oder ich nehme es halt weniger wahr, je nachdem. Ist natürlich sehr, kommt darauf an, wie man es halt quasi auch wahrnimmt und von daher müsste man einfach schauen, was das Objektiv auch am Ende näher auch wirklich dann kann. Ja, was tut sich bei mir? Ganz viel habe ich vorhin am Anfang schon gesagt. Ich werde sehr wahrscheinlich meinen Tamron verkaufen. Wir waren vorhin bei Tamron und zwar das 17 bis 28 mm, mein Weitwinkel, weil ich habe hier ein neues Schätzchen mir bestellt und zwar das Sony G 12 bis 24 mm. Ich habe einfach die letzten anderthalb Jahre, würde ich sagen, damit geliebäugelt, einfach noch wieder mehr in den weiteren Brennweitenbereich kommen zu wollen, weil ich oftmals bei wirklich vielen Motiven merke, dass ich einfach doch noch eine bessere Brennweite brauche, ne, wo ich mehr Platz einfach auch habe. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, als ich in Holland unterwegs gewesen bin und habe da fotografiert. Oftmals haben mir so ein paar Millimeter tatsächlich auch gefehlt. Und ich glaube, ich decke dann damit entsprechend mein Line-Up einfach sehr, sehr gut ab. Ich habe dann quasi von 12 bis 24, dann eben mein Sony G-Master 24 bis 70 und dann hier mein Tamron 50 bis 400 da drauf. Und ich denke, dass ich damit ganz gut fahre. Ich sage nur, ich denke, weil ich es nicht weiß, weil ich mir jedes Mal wieder aufs Neue sage, Mike, du brauchst eigentlich gar kein neues Objektiv. Nimm das, was du hast. Und das propagiere ich ja auch in meinen Videos, dass es eigentlich gar nicht so entscheidend wichtig ist, was ihr habt, sondern nutzt das, was ihr, oder was ihr braucht, sondern nutzt das, was ihr wirklich habt. Aber ich habe mich jetzt wieder selber erwischt. Ich habe es irgendwie gemerkt und habe mich irgendwie dazu jetzt hinreißen lassen, mir dieses Objektiv zu kaufen. Und ich glaube wirklich, dass das Game Changer für mich sein wird zukünftig in meiner Fotografie. Aber dazu noch ein bisschen mehr. Dazu gibt es natürlich irgendwann auch mal ein Review, wenn ich das Ganze getestet habe. Das Objektiv ist nicht neu, es gibt schon sehr, sehr lange am Markt. Aber preis-leistungsmäßig konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen. Deswegen wird das Tamron sehr wahrscheinlich wegkommen. Aber dazu mehr später.
Es gibt noch ein paar Restexemplare, und zwar vom gedruckten Buch der kreativen Komposition der Landschaftsfotografie. Ist ein sehr, sehr tolles Buch, was wirklich sehr gut von euch angenommen wurde. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ihr unterstützt da wirklich, sage ich mal, das Business Mike Herfurth Fotografie, Mike Herfurth Foto und Film stark damit. Und es ist ein sehr gutes Buch, wie gesagt, geworden mit über 100 Bildbeispielen zur Komposition. Ihr habt ganz konkret in diesem Buch die Möglichkeit zu schauen, wie man Bilder aufbauen sollte. Es geht um Licht und Schatten, es geht um ganz, ganz viele wichtige Dinge in der Komposition. Also es nützt oftmals nichts nur, sage ich mal, eine Technik zu besitzen und die auch gut zu bedienen, sondern oftmals, meine Meinung, ist es auch, sage ich mal, ein sehr, sehr großer Faktor, auch Komposition wirklich zu können und auch kreative Kompositionen zu finden. Und worauf ich da so achte, das könnt ihr hier in dem wirklich ausführlichen Buch euch gerne anschauen. Wie gesagt, es gibt noch gedruckte Restexemplare und es gibt natürlich auch das E-Book. Das E-Book gibt es immer. Also könnt ihr euch auch gerne für zu Hause mal holen. Wenn ihr jetzt nicht so auf die gedruckten Bücher vielleicht entsprechend steht, dann wäre das vielleicht was für euch. Auch das Fotoabenteuer Warnemünde gibt es auch noch natürlich Exemplare. Und ganz kurz vielleicht mal zu meinen Bildbänden auch nochmal. Also Sky ist mittlerweile ausverkauft. Habe ich erstmal nicht vor, es nachdrucken zu lassen. Muss ich mal schauen. Ich weiß noch nicht, vielleicht gibt es nochmal eine Neuauflage davon. Das ist aber erst dann später des Jahres, weil ich gerade auch andere noch Projekte sozusagen habe. Dann Lofoten ist auch ausverkauft, gibt es auch nicht mehr. Es gibt jetzt noch auch wieder Restexemplare von den Fährer. Das ist bisher das dickste Bildband, was es bisher von mir gibt. Auch ein sehr, sehr cooles Bildband. Und Färöer ist halt, Färöer ist einfach ein Traum, kann ich nur so sagen. Dolomiten gibt es auch noch Restexemplare, also wenn ihr darauf Bock habt, eure Sammlung vielleicht mal zu vervollständigen. Kosten alle das gleiche tatsächlich vom Preis her. Und ich glaube, die Farben machen sich doch wirklich sehr, sehr gut. Jetzt Ende des Jahres kommt noch Irland dazu. Dann haben wir 5 Bücher voll. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergehen wird mit den Bildbänden. Bisher bin ich sehr, sehr stolz auf alle Bildbände und auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die bisher eins gekauft haben. Ich glaube oder ich denke mir zumindest, dass ich immer bisher geschafft habe, sage ich mal, wirklich das Ganze nochmal zu steigern von den Bildern her, von den Informationen her. Ihr habt, wenn ihr es kauft, das Buch, das gedruckte Buch, auf jeden Fall immer eine digitale Roadmap dazu. Also alle Spots, die ihr findet, findet ihr auch digital nochmal abgebildet. Und ich glaube, es ist immer ein schönes haptisches Erlebnis, wenn man sich so ein Buch nochmal zur Hand nehmen kann und drin stöbern kann, gerade vielleicht, wenn man auch selbst dort mal hinreisen möchte. Das vielleicht nochmal als Information für euch nochmal am Rande. Dann gibt es jetzt die nächsten Wochen, es dauert noch ein bisschen, ich bin noch im Schnitt dabei, und zwar die Videos aus Holland. Da habe ich ganz, ganz viele tolle Bilder machen können. Holland hat mich wirklich super geflasht. Holland hat mich richtig gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab nicht nur Windmühlen, es gab ganz, ganz viele tolle Dinge, die ich erleben konnte dort vor Ort. Und dazu entsprechend dann jetzt die nächsten Wochen ein bisschen mehr, wenn dann die Videos auch entsprechend rauskommen werden. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird wirklich, wirklich richtig gut. Dann die letzten Videos vielleicht schon gesehen. Es gibt ganz viel. Rügen weiß ich jetzt aus dem Kopf. Dann blaue Stunde, goldene Stunde. Schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr aber nicht so dran erinnert werden könnt, sage ich mal, dann wäre es vielleicht jetzt mal Zeit, sich für den kostenfreien Newsletter anzumelden bei mir. Da bekommt ihr auch 3 kostenfreie Lightroom Presets in euer Postfach. Und vor allem jede Woche bekommt ihr immer entsprechende Informationen, sobald es ein neues Video gibt. Und auch nochmal die Erinnerung, wenn ihr vielleicht Videos verpasst habt. Also könnt ihr euch einfach anmelden, ist völlig kostenfrei. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann unser Podcast, Pixelpieper. Olli und ich sind gerade in der Sommerpause, wir sonnen uns. Nein, wir sonnen uns nicht. Wir arbeiten im Hintergrund an verschiedenen anderen Projekten und ich kann noch nicht so viel verraten, ich kann nur so viel sagen, es ist wirklich ein mega cooles Projekt, was da kommen wird jetzt. Zum Herbst hin, da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Wenn ihr Lust habt auf die Pixelpieper-Folgen, auf die erste Staffel, die haben wir quasi abgedreht, würde ich fast sagen, oder abgeschnitten, aufgenommen bisher. Hört da gerne mal rein. Wir haben schon die ersten Zusagen auch jetzt bekommen für die zweite Staffel mit ganz, ganz vielen tollen Gästen. Da geht es dann quasi ab, ja, wir gucken mal, wie wir es jetzt zeitlich schaffen, spätestens auch ab Herbst dann entsprechend weiter, vielleicht sogar schon ein bisschen eher, müssen wir mal schauen. Da gerne mal reinschauen. Ansonsten Link zu unseren Pixel Pieper Podcast-Folgen packe ich euch auch entsprechend in die Videobeschreibung mal rein. Da gibt es noch einen Platz, den letzten Platz für den Ostsee-Workshop am 26.10., das ist ein Samstag. Da haben wir ganz, ganz tolle Möglichkeiten hier zu fotografieren. Es ist ein Tagesworkshop, also wir starten morgens, wir hören abends, wenn die Sonne untergegangen ist, auch geschafft, dann entsprechend auf. Wir haben Bildbearbeitung dabei, wir haben Bildauswertung dabei, Bildbesprechung dabei. Wir sind in 3 richtig geilen Spots hier vor Ort, Steilküste, Strand, Leuchttürme,
Wälder haben wir dabei. Also alles ein pickepacker voller Tag wird das werden. Und war letztes Jahr auch schon ein cooler Erfolg mit der Gruppe, die ich hatte. Und dieses Jahr wieder. Und ich glaube, wenn ihr hier könnt, wenn ihr herkommen könnt, nutzt das gerne. Ich berate euch auch gerne entsprechend dann zur Unterkünften etc. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne da mal reinschauen. Ich packe euch auch dazu hier oben einen Link in die Videobeschreibung gerne mal rein. Dann habe ich wieder eure Instagram-Kanäle. Also ihr seid immer noch fleißig dabei, eure oder mich zu vertaggen, nenne ich es mal, zu verlinken auch. Dankeschön dafür. Ihr könnt einfach unter euren Beiträgen immer den Hashtag #herfordfoto benutzen. Dann sehe ich das entsprechend. Und heute habe ich mir mal rausgesucht, ein richtig tolles Bild, wo ich schon wieder überlege, ich muss da auch wieder hin. Und zwar von Dugi2117, und zwar die Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, war ich auch schon. Ich muss, glaube ich, nachher nochmal entsprechend dann die nächste kleine Reise nochmal für mich buchen. Für mich sind es auch ungefähr 5 Stunden Fahrzeit entfernt, aber wäre mir egal. Ich glaube, ich muss da auch nochmal hin. Also das Bild hat wieder richtig Lust gemacht, für mich nochmal zu überlegen, die auch nochmal abzulichten. Nicht nur die Schrammsteine, sondern generell Sächsische Schweiz gibt es total viele tolle Motive. Also ja, vielen Dank dafür. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, nutzt gerne den Hashtag #herfordfoto. So, und Gewinnspiel bis zum Abschluss heute. Habt ihr die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen, und zwar nochmal kreative Komposition, aber als E-Book. Also nicht die gedruckte Version, sondern das E-Book, das schicke ich euch gerne zu. Was ihr machen müsst, ganz einfach, nur das Wort kreativ unter das Video hier schreiben. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Bei den nächsten Fotonews erfahrt ihr dann, ob ihr gewonnen habt oder entsprechend nicht. Also der Rechtsweg ist ausgeschlossen, macht gerne mit. Und dann ja, könnt ihr gerne so ein cooles E-Book auch entsprechend gewinnen. So, das waren die Fotonews nach langer Pause. Die nächsten Folgen sicherlich schon bald. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Mike, bis bald. Ciao, ciao.